die machen sich halt überlustig darüber, glaube ich, dass Deutschland, also gefühlt ganz Deutschland, gerade voll drauf abgeht, was die da machen. Und ich glaube, die provozieren auch gerade, weil die, glaube ich, auch sehen, dass die meisten Menschen sehr, sehr unbewusst leben, gerade in Deutschland, aber meinen, dass sie alles wissen. Ey Leute, checkt ihr denn einfach nicht, dass die gerade provozieren, wie die Menschen immer urteilen, wie die Leute einen fertig machen? Weißt du, jetzt scheint es noch lustig zu sein, alles. Es ist auch so, die Leute schreiben da drunter, das ist ja krasser als Netflix und so, ich warte auf die nächste Folge. Willkommen zu einem neuen Podcast und ich freue mich, dass du wieder am Start bist. Ich möchte heute über ein super, super interessantes Thema reden. Es ist nicht meine Art, über andere Leute zu sprechen. Irgendwie, ja, zu lästern oder so, okay? Das eigentlich gar nicht. Aber mir ist eine Sache im Internet aufgefallen. Und also nicht aber, sondern mir ist eine Sache im Internet aufgefallen die letzten Tage. Und ich war super, also ich war... Also schockiert, okay, ich war wirklich so, was ist denn da los? Also ich kam gar nicht drauf klar und ich sag euch gleich, wer es war. Okay, ich bin dann auf die Kommentare gegangen, auf Instagram und es ging einfach nur richtig ab. Oh mein Gott, so viele Leute, die meinen, ihre Meinung dazu zu sagen und zu wissen, was überhaupt da los ist, zu kritisieren und diese Person komplett auseinanderzunehmen und zu analysieren und. Und was ich da gesehen habe, also ich war so, hä, was denn jetzt so ist? Ich sage euch mal, um was es geht, und zwar Julian Zietlow. Ich weiß nicht, Leute, kennt ihr Julian Zietlow? Wenn ja, dann habt ihr das vielleicht auch mitbekommen. Ich finde das so, so verrückt. Ich sage euch natürlich gerade gleich auch, warum ich jetzt über Julian Zietlow rede, okay? Und zwar einmal, warum war ich überhaupt schockiert? Der war ja der Fitness-YouTuber. Ich glaube, er ist Personal Trainer, hat ja mit seiner langjährigen Frau, Alina heißt sie, glaube ich, oder Alena. Ja, auch gemeinsame Kinder. Ich glaube, zwei Kinder haben die. Und waren ja, ich glaube, seitdem die ganz, ganz jung waren, waren die zusammen. Ne? Ewig lange schon. Ich will jetzt auch gar keine Fehlinformationen geben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Informationen stimmen. Und auf einmal sieht man ihn in Thailand mit drei weiteren Leuten. Eine davon ist, glaube ich, seine neue Freundin. Sieht auf jeden Fall danach aus. Und auf einmal machen die da verrückte Storys und ziemlich provokante Sachen. Und ich dachte noch an Anfang, was ist denn jetzt da los? So Ayahuasca-Storys und so weiter. Und ich habe das erst gar nicht gecheckt, weil ich habe halt die Kommentare angeguckt und die haben ihn also fertig gemacht und kritisiert. Ey, wie kannst du so respektlos deinen Kindern gegenüber sein? Und, bla, bla, bla. Ich habe Leon geschrieben, ich so, guck mal, hast du was gesehen? Julian Zietlow, was geht denn da ab? Und er so, ja, die fragen mich alle im Chat und so, ne, weil er streamt ja bei Twitch live und die fragen mich alle und so, was da los ist. Und das fand ich auch schon verrückt. Also dachte ich, okay, das geht gerade voll ab in Deutschland. Also das fand ich super interessant. Ich weiß auch nicht, gerade weil ja dieses Ayahuasca-Zeug und so weiter ja hier in Mexiko voll das Ding ist und ich mich ja sowieso mit diesen ganzen Psychedelikas und Bewusstsein voll informiere und mich damit beschäftige. Und ich habe erst gedacht, ah krass, Julian Zietlow, ne, der macht gerade Ayahuasca und so weiter. Ich gedacht, krass, der wacht gerade voll auf. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert, weil ich das so spannend fand, ne? von so einem Fitness-YouTuber, wo ich nie gedacht hätte, dass er damit überhaupt was zu tun hat. Ich weiß ja, im deutschen Raum ist der Ayahuasca und diese ganzen Sachen total unbekannt. Ne? Und auf einmal sieht man das bei dem. Und dann habe ich mal so ein bisschen auf YouTube geguckt, weil ich habe gedacht, vielleicht finde ich etwas, worauf ich reacten könnte. Irgendwie, wenn er irgendwas zu Ayahuasca sagt, fände ich halt geil, weil ich möchte ja, dass Menschen von Ayahuasca und so weiter auch erfahren, weil ich auch das Thema spannend finde und ich glaube auch, dass das vielen Leuten auch helfen kann. Aber pass auf, da habe ich so geschaut und der Julian Zietlow hat, glaube ich, schon vor einem Jahr oder so Videos gemacht, wo er irgendwas übers Erwachen, Spiritual Awakening oder Higher Self und bla 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 Videos gemacht hat. Und ich glaube, die haben tatsächlich quasi
sich mit diesem ganzen Zeug ziemlich lange beschäftigt und sind jetzt wohl getrennte Wege gegangen, vielleicht weil sie zu sich gefunden haben, also seine Ex-Frau. Oder ich weiß nicht, vielleicht sind die noch zusammen. Aber die sind jetzt gerade offensichtlich nicht zusammen, weil er hat ja auch Storys gehabt, wo er mit dem Mädchen, ich denke mal seine neue Freundin, also wirklich offensichtlich zusammen ist. Ja, die küssen sich da, er hat sich irgendwie ihren Kussmund auf den Hals tätowieren lassen und so weiter. Oh mein Gott. Und auf jeden Fall, was ich sagen wollte, jetzt kommen wir gleich zum Knackpunkt. Ich wollte euch nur die Hinterstory erzählen, weil ich das halt krass fand. Und dann habe ich aber auch gecheckt, und das ist auch offensichtlich, wenn man sich das anguckt, dass der einfach provoziert. Okay, er provoziert. Ich habe mir gedacht, vielleicht provoziert er ja, weil, ich sag mal, in Deutschland ist ja dieses ganze Bewusstsein und so weiter gar nicht populär. Ne? Die Menschen sind ja eher ein bisschen unbewusster. Die ganzen Substanzen, es gibt ja Set und Settings, kennt ihr die? Set und Settings auf YouTube. Muss ich vielleicht auch mal eine Reaction zu machen, finde ich auch sehr cool. Die sprechen sehr viel über Psychedelicas und so. Und der hat auch, Set und Settings hat auch mit Julian Zito ein Video gemacht. Also wusste ich, okay, und ich habe auch ein bisschen reingeguckt in die Videos, ich wusste, okay, Julian Zito beschäftigt sich auf jeden Fall krass mit Bewusstsein. Und ich bin der Meinung, dass Julian Zito ein sehr schlauer Mensch ist. Er ist ein Geschäftsmann, er hat sowieso immer von seiner Denkweise und wie er sich ausdrückt und so weiter, hatte ich immer das Gefühl, er hat eigentlich ja so meine, ich sag mal jetzt, wenn ich ihn angucke, meine Logik, mein logisches Denken oder mein Verständnis oder Werte, manche Werte, auch jetzt nicht komplett, ne? Also ich werde es auch nicht sagen, ich bin Julian Zito-Fan oder so, aber auf jeden Fall für mich war es super, 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 super offensichtlich, dass alles, was gerade passiert da in Thailand mit dieser Gang, ja, mit diesen Schweizer, da ist noch ein Schweizer, ich glaube, Mental Coach dabei, der sagt viel über Astrologie und so weiter. Und dann ist noch ein Mädchen dabei, die vloggt das Ganze. Und dann halt seine Freundin, ich weiß nicht, ob sie Russin ist oder so, und er halt. Und die machen sich halt überlustig darüber, glaube ich, dass Deutschland, also gefühlt ganz Deutschland, gerade voll drauf abgeht, was die da machen. Und ich glaube, die provozieren auch gerade, weil die, glaube ich, auch sehen, dass die meisten Menschen sehr, sehr unbewusst leben, gerade in Deutschland, aber meinen, dass sie alles wissen. Ne, das ist ja in Deutschland so. Die Menschen, finde ich total krass, die Menschen meinen, sie sind klüger als andere, oftmals, was ich so sehe, stellen sich so ein bisschen, ich sag mal, höher und machen sich, ja, zerreißen sich das Maul über andere Leute. Das ist so ein bisschen, was ich sehe manchmal in Deutschland, die Mentalität so, ja, über andere Leute herziehen, die klein machen, Mobbing, immer schon besser zu wissen, was da überhaupt los ist. Und sie checken teilweise überhaupt nicht, und das finde ich so krass, sie checken teilweise überhaupt nicht, dass die sich quasi über die lustig machen, weil die sich das Maul über die zerreißen und die verurteilen und kritisieren. Ich finde ja auch Urteilen nicht geil. Ich finde das gar nicht geil. Ich will jetzt auch nicht über deutsche Menschen urteilen, weil jetzt könnte man sagen, hey Justin, du urteilst aber auch gerade über deutsche Menschen. Will ich so eigentlich nicht, aber ja, es stimmt. Ein bisschen mache ich das schon, auch weil das so offensichtlich ist. Aber ich will nicht sagen, dass jetzt deutsche Menschen irgendwie uncool sind. Ich liebe deutsche Menschen, ich bin selber deutsch, ich gehe jetzt bald nach Mallorca, weil ich Bock habe auf Deutsche, sonst würde ich gar nicht nach Malle gehen, okay? Aber mir ist einfach das so aufgefallen, dass ich denke, ey Leute, checkt ihr denn einfach nicht, dass die gerade provozieren? Ich weiß auch nicht, welcher Grund genau dahinter steckt. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht hat ja auch, ich weiß ja nicht, wie das Verhältnis von Julian Zito ist mit seiner Ex-Freundin, das weiß ich nicht. Ex-Frau, sorry, oder Frau, weiß ich nicht, was sie jetzt sind. Vielleicht ist da wirklich auch Beef gewesen. Ich weiß nicht, ob es gegen sie ausgerichtet ist, dass er sie provozieren möchte. Vielleicht hat sie ja auch einen neuen Mann gehabt früher oder was auch immer. Man weiß ja nicht, was los ist. Die teilen das, glaube ich, nicht. Ich glaube, manche Leute finden auch nicht cool, dass sie es nicht teilen, weil die ja ihr komplettes Leben oder ihre, ich weiß nicht, ob die ihr komplettes Leben geteilt haben, aber die haben sehr, sehr viel geteilt. Die sind halt YouTuber gewesen, ne? Und klar, erwarten dann die Leute auch eine Erklärung, ne? Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel alles von mir teile, ja, und dann auf einmal höre ich von heute auf morgen auf und sage nichts dazu, und klar haben die Leute dann Fragen, und ich verstehe das auch. Heißt aber nicht, dass man sich nicht verändern darf und das vielleicht nicht mehr fühlt und das einfach nicht machen kann, aus was auch immer für Gründen. Das muss man auch verstehen und akzeptieren. Und
ich wollte einfach mal was dazu sagen, weil ich das wieder so krass finde, wie die Menschen immer urteilen, wie die Leute einen fertig machen. Weißt du, jetzt scheint es noch lustig zu sein, alles. Es ist auch so, die Leute schreiben da drunter, das ist ja krasser als Netflix und so, ich warte auf die nächste Folge und ich finde es irgendwie auch unterhaltsam, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit habe, mir sowas reinzuziehen, aber ich will auch wieder eine Erkenntnis daraus ziehen und ich will auch das weitergeben. Und zwar, ich finde einfach, das ist auch eine Energieverschwendung, wenn man jetzt, wie manche Leute da meterlange Texte runterschreibt und jemanden da kritisieren zu wollen und zu urteilen zu wollen und zu wissen, was dieser Mensch, was das Beste für diesen Menschen gerade ist. Er wird schon seine Gründe haben, warum er das macht. Ja, und wenn man ihn dann provoziert, dann wird er wahrscheinlich, was jetzt auch nichts mit Spiritualität zu tun hat, würde ich sagen, wenn man dann auf sowas eingeht, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber ich denke mal, so wie man das einschätzen könnte, ich denke mal, Julian Zietlow hat auch schon noch ein großes Ego, weil sonst würde er das, denke ich mal, nicht machen, sonst wäre ihm das ja alles ganz Laterne. Aber wir alle haben das irgendwo. Ich habe auch noch ein super großes Ego, auch wenn man in diesem Awakening-Prozess ist oder ne, diese Spiritualität für sich entdeckt hat oder Psychedelicas und gesehen hat, ey, da gibt es auch noch eine andere Welt, noch ein anderes Leben. Ich meine, der war ja ewig lange mit seiner Frau zusammen. Du weißt ja gar nicht, was bei denen los war. Hatten die vielleicht auch einen enormen Druck, zusammenzubleiben wegen der Firma und wegen dem Umfeld, wenn du ein Leben lang nur mit einer Person zusammen bist? Und warum bricht der jetzt vielleicht auch so aus? Warum braucht er die Aufmerksamkeit? Ich glaube, der war jetzt auch, was ich gesehen hatte von seinen Posts und so weiter, eine Weile verschwunden von der Bildfläche. Da muss er wahrscheinlich zu sich finden. Und jetzt hat er wieder das Bedürfnis, sich mitzuteilen oder keine Ahnung zu provozieren. Und was ich nur sagen wollte ist, Mann, ich finde, Empathie bedeutet auf jeden Fall, immer ein bisschen vorsichtig zu sein mit dem, was man meint, was besser für den anderen Menschen ist oder ob er was richtig oder falsch macht. Ne, man kann jetzt auch nicht sagen, hey, der macht alles falsch oder der macht alles richtig. Wenn man auch selber spirituell ist, weil viele Leute bezeichnen sich ja als spirituell, dann lässt man sowieso jeden und leben. Weißt du, also lässt man jeden sein und leben, wie er das möchte. Und tut sich nicht dahinstellen und zu sagen, ey, das finde ich jetzt nicht cool, guck mal, was du da anstellst, dem und dem gegenüber, weil ich sehe, dass er gerade super viel Hate bekommt, auch von Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen. Irgendwas mit Flair war da noch und so weiter. Keine Ahnung, was sie für eine Beziehung haben. Wie gesagt, ich stecke da jetzt auch nicht so krass drin und bin jetzt auch keine, die jetzt dazu ein Video macht über Julian Zietlow und dann die ganze Situation jetzt erklären möchte. Ich sage nur, was ich gesehen habe und was ich daraus schließe. Und zwar, dass es nicht cool ist, dass da viele Leute sich jetzt gegen ihn stellen. Aber er macht ja auch weiter, also er provoziert es auch irgendwo. Aber trotzdem, dass die Leute ihn teilweise da, oh mein Gott, wo ich mir denke, bei Julian Zietlow ist jetzt nochmal eine andere Situation, aber es gibt auch genug andere Menschen, die irgendwie in der Öffentlichkeit sind, wo dann wirklich Leute, die so attackieren und fertig machen, wo ich denke, ey, was ist denn das für ein Verhalten, Leute? Was ist denn los bei euch? Warum tut ihr da so gegenschießen? Lasst sie doch einfach, keine Ahnung, nimm es als Entertainment. Also ich habe mir es angeguckt und ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Natürlich auch durch die Kommentare ein bisschen. Ich lese ganz gerne mal Kommentare, weil ich einfach mir nochmal ein Bild von Deutschland machen möchte, wo die Leute so stehen, ja. Ob sich da was getan hat, auch spirituell gesehen, aber klar, muss ich jetzt auch nicht auf so einer Plattform gucken oder nicht bei Julian Zietlow, wenn der provoziert. Wahrscheinlich wird man da auch nicht die richtigen Leute dann finden, weil es gibt ja auch diese Leute in Deutschland. Aber es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, Leute, und ich wollte nur sagen, trotzdem seid vorsichtig, wie ihr was sagt. Klar, schreibt eure Meinung drunter, auch hier bei mir, sehr, sehr gerne. Das finde ich auch mal sehr unterhaltsam. Manchmal muss man auch provozieren. Also wenn man natürlich Aufmerksamkeit möchte, muss man auch provozieren. Man braucht immer zwei Meinungen, weil sonst kommt keine Diskussion zustande. Ne, wenn ich jetzt immer nur jeden alles recht machen will, ich kann auch noch mal ein Video gleich machen über People-Pleasing. Das fand ich auch ganz interessant, weil ich letztens auch so eine Situation hatte, also ich nicht selber, sondern um mich herum. People-Pleaser sein möchte, ist auch nicht geil, wenn man immer Ja und Abend zu allen sagt und alles schön und so weiter, ist auch nicht geil. Aber man muss halt aufpassen, dass die Leute nicht später wirklich sich umbringen oder so. Ich glaube jetzt nicht, dass Julian Zietlow sich umbringen will. Ja, der ist ja, glaube ich, selbstbewusst genug oder auf jeden Fall wirkt er so, dass er schon alles tut. Also er macht schon alles gut durchdacht, denke ich. Also es sieht auf jeden Fall sehr nach
also ich höre sehr viel Ironie und Sarkasmus auch raus bei diesen ganzen Dingen, die er da tut. Deswegen glaube ich, dass er sich das gut überlegt hat und das auch stemmen kann. Ja, sonst würde er es wahrscheinlich nicht machen. Aber Leute, passt trotzdem auf mit diesem ganzen Zeug bei anderen Leuten, weil manche Leute unterschätzen das vielleicht auch und leiden dann total daran, dass sie dann so angegriffen werden, ja. Ich zum Beispiel, ich würde auch sagen, dass ich das ganz gut abkönnte, aber ich habe jetzt auch noch nichts Kontroverses richtig geteilt, außer OnlyFans, da geht es immer am meisten ab. Ich habe auch mal überlegt, ob ich mal ein Video mache, wo ich einfach mal wirklich ein Thema nehme, wo ich wirklich eine klare, deutliche Meinung habe und das auch mal teile. Ne, ich bin ja auch mal noch sehr vorsichtig mit dem, was ich sage. Ich bin allgemein aber kein Mensch, der andere Leute fertig macht, das muss ich euch gleich sagen. Also das gibt es bei mir auch gar nicht, weil ich einfach zu viel Empathie habe. Also ich verstehe immer alle Seiten so ein bisschen. Auf jeden Fall, also ich kann immer irgendwo verstehen, warum ein Mensch so und so handelt. Heißt aber nicht, dass ich das dulde und für gut befinde. Ne? Das ist auch wieder ein anderes Ding. Auf jeden Fall, Leute, erzählt mir gerne mal, was ihr dazu sagt. Habt ihr es auch schon mitbekommen mit Julian Zietlow? Was ist da los? Was ist eure Meinung dazu? Ist er wirklich aufgewacht? Ist er spirituell geworden? Provoziert er jetzt, weil... Also was ist eure Meinung, warum er gerade provoziert? Würde mich voll interessieren, weil wie gesagt, es hat mich beschäftigt. Die letzten 2-3 Tage habe ich immer mal reingeguckt und wollte mal sehen, was gibt es wieder Neues. Daily Vlogs und so machen die da. Ja, keine Ahnung. Awakening. Ich dachte mir trotzdem, es ist eigentlich trotzdem eine geile Werbung für Psychedelicas und Ayahuasca und so, weil viele Leute ziehen sich den Shit jetzt so rein und sehen, der redet da über Psychedelicas oder macht dann so eine Ayahuasca. Er macht sich, ich weiß nicht, ob er sich wirklich über Ayahuasca auch lustig macht oder ob er sich einfach lustig macht, dass die Leute denken, dass er Ayahuasca macht und das so ein bisschen ins Lächerliche zieht. Oder was genau der da vorhat. Ich glaube schon, dass der auch Ayahuasca gemacht hat. Und ich glaube schon, dass er... Also weiß ich jetzt nicht. Müsste ich nochmal nachforschen. Vielleicht sollte ich wirklich mal eine Reaction machen. Vielleicht suche ich mir ein Video raus und mache mal eine Reaction dazu. Auf jeden Fall wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Vielleicht kommst du wieder rein zu einem neuen Trash-Podcast. Diesmal an der Stelle Trash, mein erster Trash-Podcast, okay? Sonst mache ich ja Deep Talk-Podcast, obwohl es war auch ziemlich deep, aber ein bisschen trashy heute. Muss auch mal sein, Leute. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin auch nicht die erleuchteteste Person der Welt, weil manche Leute ja auch mal dann so kritisieren, hey, Spiritualität ist was ganz anderes, erleuchtete Personen sind ganz anders. Ich behaupte nie, ich bin so. Ich sage, ich bin bewusst oder bewusster geworden. Ich sage aber nicht, dass ich der bewussteste Mensch der ganzen großen, weiten Welt bin, okay? Also darf ich auch Trash-Podcast machen, ja. Es sei mir gegönnt, hier auch mal ein bisschen aus den typischen Mustern rauszubrechen. Nein, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Ich bin gespannt, was du so erzählst, was deine Meinung dazu ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder in einem neuen Podcast. Liebe Grüße, deine Justine aus Mexiko. Bis bald. Abonniert sie. Ja, halt das mit euren Freunden, ganz, ganz kommentiert. Wichtig. Kostet nichts, Leute. Genau.